Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es gab lange Jahre, in denen Schleswig-Holstein finanziell bedeutend schlechter dastand, als das heute der Fall war. Daran erinnere ich mich sehr gut. Ich erinnere mich auch an die zahllosen Debatten hier im Hause über Kürzungslisten, Sondierungsbeiträge, Sanierungsbeiträge, bittere Einschnitte. Dieser Blick zurück hilft bei der Einordnung der Haushaltsplanung in diesem Jahr. Und keine Frage, die Einnahmen steigen weniger stark als ursprünglich gehofft. Nicht mehr, nicht weniger. Und es ist etwas weniger rosig als in den vergangenen beiden Jahren. Aber dennoch ist die Finanzlage des Landes sehr ordentlich. Und das sind ganz unabhängig vom Parteibuch gute Nachrichten für Schleswig-Holstein. Denn es gibt nach wie vor Spielraum für entscheidende politische Weichenstellungen in unserem Land. Aber um diesen Spielraum zu nutzen, müsste die Landesregierung wissen, wohin sie will. Daran haben wir auch im dritten Jahr der Koalition Zweifel. Und die Zweifel werden nicht kleiner, sondern immer größer. Kein Monat ohne Schlagzeilen über Zoff. Kein Monat ohne Schlagzeilen über Zoff in Ihrer Koalition. Polizeigesetz, Abschiebehaft, Burkas an der Uni, Flächenverbrauch der Wolf, Klimaschutz in der Verfassung, paritätisches Wahlrecht, Cannabis-Legalisierung, Fehmarn-Belt-Querung, Grundsteuer, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Da könnte ich in ein paar Minuten noch verwenden. Tue ich gar nicht. Das war allein die Liste übrigens aus dem ersten Halbjahr 2019, die ich Ihnen hier vorgetragen habe. Nur das. Das finde ich schon bemerkenswert. Insofern, Herr Kollege Koch, ich hatte ja gehofft, weil Sie gesagt haben, man soll nicht über seine Verhältnisse leben, dass Sie wenigstens über Ihre Verhältnisse reden. Aber da gilt der alte Spruch, weil Sie über Waldpolitik gesprochen haben, der Wald steht schwarz und schweiget, wenn ich mir das so anhöre, was Sie so zu bieten haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber schon diese wenigen Beispiele zeigen, die Uneinigkeit in dieser Koalition ist weder interessant noch charmant, wie Sie das uns seit 2017 immer wieder verkaufen wollen. Jeder darf, was er will, und am Ende sind alle glücklich. Das klappt noch nicht einmal bei den Themen richtig, die Sie im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben. Bei allen anderen scheitern Sie mit der Strategie vollkommen. Was hatten Sie sich alles vorgenommen, Frau Kollegin Fritzen, an großen Entwürfen? Versöhnung von Ökonomie und Ökologie. Versöhnung von Ökonomie und Ökologie. Auch im dritten Haushalt dieser Regierung warten wir auf den großen Wurf. Wo ist das eigentlich geblieben? Wo versöhnen Sie das eigentlich? Die Arbeitsplätze verschwinden in der Windenergiebranche, das passiert. Und tote Hose ist da, da komme ich nochmal drauf zurück. Aber von Versöhnung von Ökonomie und Ökologie kann überhaupt gar keine Rede sein. Und mittelstandsfreundlichstes Bundesland heißt übrigens in Ihrer Übersetzung arbeitnehmerfeindlichstes Bundesland. Wir sind immer noch der Lohnkeller der Republik im Westen und Sie tun alles, um das zu verstärken, indem Sie die Tariftreue beseitigen und vieles andere mehr. Aber diese Uneinigkeit, die man bei Ihnen sehen kann, lähmt die Koalition, sie lähmt auch das Land. Immer dann, wenn Sie die Probleme nicht länger unter Geldbergen begraben können, schieben Sie die Lösung in weite Ferne und hoffen, dass es niemand merkt. Das ist der traurige Zwischenstand zur Jamaika-Halbzeit. Und ich hatte ja gehofft, man könnte wenigstens ein bisschen was entgegen auf Ihre Rede, Herr Fraktionsvorsitzender. Deswegen hatte ich Ihnen auch den Vortritt gelassen. Aber außer ein paar schlappen Bemerkungen über angebliche Uneinigkeit in der Opposition ist Ihnen gar nichts eingefallen. Das ist schade, weil Sie doch mitgestalten wollen eigentlich und vielleicht doch mal ein paar Beiträge, die was mit Zukunft zu tun haben, hier darstellen könnten. Aber da war bei Ihnen leider ziemliche Flaute. Was ist mit dem Ministerpräsidenten? Man könnte ja meinen, in einer solchen Situation steht der Kapitän an Deck, übernimmt Verantwortung und gibt den Kurs vor. Aber weit gefehlt. Der Ministerpräsident, den sieht man bei Sonnenschein übers Promenadendeck flanieren, zuverlässig in Sichtweite der Kameras. Aber sobald die ersten Schleierwolken auftauchen, Schleierwölkchen, ist er unter Garantie abgetaucht. Chefsache ist in dieser Landesregierung bestenfalls die Schönwetter-PR. Die ist übrigens ein bisschen männerlastig, Herr Regierungssprecher ist gar nicht mehr da. Dafür haben die gestern die Ente bekommen von der Landespressekonferenz, weil er so männerlastig in dem Film. Wir haben auch starke Frauen in Schleswig-Holstein, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist Ihnen entgangen. Aber ich will Ihnen immer eins zugute halten, Herr Bundesratspräsident, Herr Ministerpräsident, die Menschen in Schleswig-Holstein, ja, das erwirbt man sich im Laufe der Zeit. Aber Herr Kollege Vogt, das werden Sie auch noch feststellen, da kommen Sie auch noch hin. Sie sind ja sehr talentiert, wie ich immer wieder sage. Und einen Unterschied zu Kubicki müssen Sie ja haben. Also insofern, und die Menschen in Schleswig-Holstein jedenfalls, meine sehr verehrten Damen und Herren, können heilfroh über den Tag der Einheit sein und den Vorsitz im Bundesrat. Sonst könnte man glatt vergessen, dass Schleswig-Holstein überhaupt einen Regierungschef hat, wenn man mal fragt, wo die Initiativen sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und eins ist ja klar, das hat auch die Finanzministerin wieder gesagt, im Zweifelsfall sind schuld immer die anderen. Ich habe mit Erstaunen gelesen, dass der Ministerpräsident jetzt eine Ruckrede zur Windkraft gehalten hat, so hat der SAZ das bezogen auf die Husum Wind geschildert. Bedauerlicherweise ist es dann doch immer wieder so,
in die Pötte kommen sollen gefälligst die anderen. Und dazu passt hervorragend ein Zitat des Ministerpräsidenten in Kieler Nachrichten vom Wochenende über das Klimapaket der Bundesregierung. Ich zitiere das mal. Wir werden allerdings darauf achten müssen, dass die vorgesehenen Regelungen zur Windenergie nicht auf eine Begrenzung des Ausbaus oder gar einen Rückbau hinauslaufen. Also, Herr Ministerpräsident, das grenzt nun wirklich an Realsatire. Bei der Begrenzung des Ausbaus braucht die Landesregierung keine Hilfe. Sie schaffen das ganz allein. Hier ist nämlich absolut tote Hose. Tote Hose. Und dass Herr Habeck, der das mit ausgehandelt hat, allen Ernstes hingeht und nicht mal weiß, dass sie sich auf die Begrenzung, auf die Verringerung der Abstände, jedenfalls in kleinen Teilen geeinigt haben übrigens, um Spurenelemente ihrer Versprechungen einzuhalten. Das bestreitet er dann auch noch, obwohl er das mitverhandelt hat. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein schlechter Scherz. Abgesehen davon, dass im Klimapaket der Bundesregierung Öffnungsklauseln drin sind, wo wir den Kommunen sogar Geld geben, wenn sie davon abweichen, damit sie das tun, damit die Windenergie vorankommt. Also insofern, das auf den Bund zu schieben und hier selber nichts zu machen, Herr Ministerpräsident, das ist dann doch ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Und richtig bitter, wenn das in einem Bereich ist, wo die Wertschöpfung so wichtig ist, in dem angeblichen Energiewendeland Nummer 1, Frau Ministerin Heinold, dass wir in der Tat mal gewesen sind unter SPD-Führung, aber leider nicht mehr sind, seitdem hier die Jamaika-Koalition regiert. Sie schaffen es also ganz alleine, Ihre Hausaufgaben sträflich zu vernachlässigen. Sie sind es, der die Verantwortung dafür trägt, dass es keine gültigen Regionalpläne gibt, weil Sie die alten Pläne im Frühjahr 2017 als Wahlkampfmaterial verheizt haben. Das ist Fakt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist Fakt. Und da ändern die starken Sprüche gar nichts. Und es ist übrigens auch eine verheerende Nachricht für die Jobs, die auf der Kippe stehen. Ich höre das ja, die Sprüche, die der Wirtschaftsminister dazu macht, mit den tollen neuen Jobs. Was ist eigentlich mit denen in der Windkraftbranche? Und es ist übrigens auch eine verheerende Nachricht für den Klimaschutz, denn ich stimme Frau Ministerin Heinold ausdrücklich zu, beim Klimaschutz geht es um nicht weniger als um die Erhaltung unseres Planeten, dass unsere Kinder und Enkel noch in Wohlstand und Frieden leben können, wie wir auch. Insofern müssen wir alle was dafür tun, alles, was wir können. Und da ist eine verheerende Nachricht, wenn die Energiewende nicht vorankommt in diesem Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn man dann in Ihren Haushaltsentwurf guckt, dann findet man da gar nichts, was zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit sichtbare Akzente setzen würde. Sie tragen vor, was Sie fortgesetzt haben, das finde ich auch prima. Ich lobe Sie immer, wenn Sie das fortsetzen, was wir gut gemeinsam gemacht haben. Aber wo sind eigentlich die starken neuen Akzente in diesem Thema? Die kann ich nicht finden, die haben Sie auch nicht vorgetragen. Herr Ministerpräsident, ich will aber bei dieser Gelegenheit auch noch ein anderes Thema ansprechen, das eine immense Bedeutung hat und zudem noch nicht einmal Geld kostet. Dabei geht es um die Ermittlungsvorgänge, die in der vergangenen Woche nach Enthüllung der Presse zu recht hohe Wellen geschlagen haben. Wir müssen ein gemeinsames Interesse daran haben, dass die Statik unseres Rechtsstaates über jeden Zweifel erhaben ist. Darum wünsche ich mir, dass Sie Ihrem Innenminister bei der Aufklärung ungeheuerlicher Vorgänge zumindest dieselbe Unterstützung zukommen lassen, die er von der Opposition hier im Lande bekommt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie mögen sich über Zeitungsüberschriften ärgern, aber das gilt für Sie und auch Ihre Justizministern. Nicht die Veröffentlichung dieser Vorgänge ist das Problem, sondern dass es diese gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und daran müssen wir arbeiten, dass sowas in Schleswig-Holstein nicht vorkommt. Dass die Menschen sich verlassen können auf den Rechtsstaat. Und das finde ich schon ein gravierendes Problem, das Sie nicht schönreden sollten, weil das hier um die Statik unserer rechtsstaatlichen Ordnung im Lande geht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei dieser Koalition sind auch im dritten Jahr keine klaren Linien zu erkennen. Bei den großen Themen geht es keinen Schritt voran. Das werden wir in dieser Tagung gleich zweimal zu sehen kriegen. Ihre einzige Antwort auf die Wohnungsnot im Land bleibt der Hinweis auf die Erlösung, auf den Erlösung verheißenden Bauboom. Davon haben Mieterinnen und Mieter hier im Hier und Jetzt gar nichts. Und um den Grenzen noch eine Krone aufzusetzen, preschen Sie vor und werfen den Mieterschutz über den Bund. Und die Volksinitiative wird von Ihnen nicht nur nicht unterstützt, sondern Sie bekämpfen sie im Gegenteil. Auch das werden wir ja bei dieser Tagung sehen. Das ist Ihr Beitrag zum Thema Verbesserung für bezahlbares Wohnen in Schleswig-Holstein. Das ist richtige Flaute, das ist richtig schlecht. Und das zeigt übrigens, dass Sie ein soziales Problem haben in Ihrer Region. Der Kompass fehlt, wenn es um soziale Fragen geht bei dieser Landesregierung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und auch Ihr Gritatz, das großartigste Kindergesetz aller Zeiten, legt gerade eine knallharte Bruchlandung hin. Und Herr Kollege Koch, wenn Sie die Zwischenfrage der Kollegin Pauls zugelassen hätten, dann hätte die Ihnen vorlesen können, was Ihre eigenen Parteifreunde zu dem sagen, was Sie da so abliefern. Weil Sie sich so schön mit der SPD befasst haben, schauen Sie mal in Ihren eigenen Laden. Die sagen, dass die Versprechungen, die Sie machen, großspurige Ankündigungen sind. Alles wird besser, allen wird es besser gehen, blühende Landschaften in jedem Bereich. Und dann gucken wir mal genauer hin. Und natürlich investieren Sie mehr, das ist ja wahr.
Aber manchen Eltern wird es in keiner Weise besser gehen. Manche werden es sogar schlechter gehen. Manche werden sogar mehr zahlen müssen. Das kommt am Ende dabei heraus. Und wenn man das ihnen unter die Nase hält, dann verweisen sie auf SPD-Kommunalpolitiker. Das ist ihre Verantwortung. Auch hier wieder mit dem Finger auf andere zeigen, statt das zu lösen, was sie lösen könnten. Mit uns wäre das klar. Schleswig-Holstein ist das einzige norddeutsche Bundesland, wo es nicht in Richtung Beitragsfreiheit geht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist übrigens die größte Hilfe, die Familien kriegen könnten. Da brauchen wir nicht über andere Dinge reden, über Steuerreformen oder sonst was. Nur weil die SPD hier nicht mitregiert in Schleswig-Holstein, geht es nicht in Richtung Beitragsfreiheit. Das unterscheidet Schleswig-Holstein von Niedersachsen, von Hamburg, von Mecklenburg-Vorpommern, von Bremen, von Rheinland-Pfalz, von vielen anderen Ländern. Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, in anderen Bereichen sieht es schlecht aus. Wenn man mal den Blick über den Tellerrand wagt, kann man nur Böses ahnen für das Land. Nehmen Sie mal das Beispiel Personal. Da haben Sie ja auch einiges dazu gesagt. Und das sieht nicht gut aus bei denen, die am Ende dafür sorgen, dass das Land am Laufen gehalten wird. Ich will nicht mal auf alle Missstände eingehen, sondern ich will Ihnen nur drei Beispiele vortragen, die ich Ihnen jetzt nicht ersparen kann. Die Steuergewerkschaft. Leute, die Alarmglocken, weil schon jetzt 400 Stellen bei den Finanzbeamten und Benamten nicht besetzt sind. Es muss dem Land deutlich besser gehen, als wir bislang dachten, wenn man sich sowas erlauben kann, denn die sorgen dafür, dass die Einnahmen reinkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eine schwache Steuerverwaltung können sich nur reiche Leute leisten, niemand sonst. Und insofern verstehe ich gar nicht, wie man sagen kann, wir seien bestens aufgestellt, wenn in diesem Bereich eine so schlechte Situation da ist. Nicht besser sieht es aus beim Landesamt für Ausländerangelegenheiten, weil Sie sich so großartig zu dem Thema geäußert haben, Herr Kollege Koch. Sie kündigen groß den Ausbau zum Kompetenzzentrum an, obwohl eine von Ihnen selbst für 120.000 Euro in Auftrag gegebene Untersuchung festhält, dass nicht nur viel zu wenige Planstellen besetzt sind, vorhanden sind, sondern dass von denen, die da sind, noch nicht mal zwei Drittel besetzt sind. Und schlimmer noch, Ihr Stellenplan für 2020 sieht auch noch eine Stellenreduzierung vor. Das ist Chaos, meine sehr verehrten Damen und Herren, und nichts anderes. Und dann kommen wir zum Abschiebeknast, der wird uns ja auch noch teuer zu stehen kommen, wie wir ja wissen. Sie haben das versucht, in, sagen wir mal, nicht öffentlichen Beratungen zu machen. Wir werden das öffentlich zu erörtern haben, wenn es soweit ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann werden wir auch da feststellen, dass das allein Schimpfen auf den Bund, was Integrationsfragen angeht, und ich will das mal in aller Deutlichkeit sagen, ich kritisiere den Kollegen Scholz durchaus auch, wenn am Ende dabei herauskommt, dass die Kommunen nicht das kriegen, was wir. Das sage ich in aller Öffentlichkeit, weil ich dafür bin, dass die Kommunen ihre Integrationsarbeit fortsetzen können und die Länder übrigens auch. Aber dann muss man mindestens seine Hausaufgaben machen und nicht, wie ich das gerade geschildert habe, im eigenen Bereich versagen und den Finger immer auf andere zeigen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das dritte Beispiel sind die Grundschulen. Die Bertelsmann-Studie von Anfang des Monats zeigt das Problem für ganz Deutschland auf. Unser bildungspolitischer Sprecher hat das Ihnen vorgerechnet. Fast 400 Grundschullehrerinnen und Lehrer fehlen bis 2025. Und diese Zahl wird noch weit größer, weil der Lehrermangel in den Grundschulen bereits jetzt durchschlägt, sodass wir insgesamt rund 1.000 zusätzliche Lehrkräfte brauchen werden. Darauf bereitet die Regierung unsere Schulen nicht nur nicht vor. Im Gegenteil, sie hat hunderte von Lehrerstellen für die Wiedereinführung von G9 an den Gymnasien verplant. Die Lösung des Problems wird also kommende Landesregierung vor immense Probleme stellen. Denn hier geht es nicht nur um die Finanzierung der Stellen, sondern ganz handfest um Lehrkräfte, die man auf diese Stellen setzen könnte. Und ich weiß, dass die Legislatur nur bis 2022 geht und der Horizont des einen oder anderen reicht ja auch nicht weiter. Aber verantwortungsvolle Politik sieht anders aus, meine sehr verehrten Damen und Herren, zumal wir wissen, dass Bildung über Lebenschancen entscheidet, gerade bei den Kleinsten, über die Sie geredet haben. Wer will, dass wir vorankommen, muss alles tun, um diesen Mangel zu beseitigen. Und Sie tun das nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das sind nur drei Beispiele. Aber sie zeigen, dass das Ausmaß des Problems von Ihnen weit unterschätzt wird. Der Kampf um die klügsten Köpfe hat längst begonnen. Und darum ist übrigens auch jeder Beschäftigte, der sich im Familien- oder Freundeskreis negativ über seinen Job im Land äußert, für uns ein Problem. Und Sie hatten ja mit der Besoldungsstrukturreform, das ist ein schön technokratisches Wort, aber irgendwie denkt man sich doch, da kommt irgendwas Besonderes dabei heraus, die Chance, ein Zeichen zu setzen, dass Ihnen die Beschäftigten etwas wert sind. Aber auch diese Chance haben Sie mit Ansage verstreichen lassen. Der Beamtenbund hat völlig recht. Von Ihnen bekommen die Beschäftigten nicht mehr als eine Currywurst im Monat. Nichts getan zu haben, wäre ehrlicher gewesen, meine sehr verehrten Damen und Herren, statt hier die Beschäftigten im Regelstellen zu lassen. Und dann wischen Sie gleichzeitig das Weihnachtsgeld vom Tisch, obwohl es SPD und CDU gemeinsam waren, für die ich damals den Beschäftigten als Innenminister 2007 stellvertretend ein Versprechen gegeben hatte. Nämlich das Weihnachts- und Urlaubsgeld ist nicht für die Ewigkeit gestrichen. Es gibt es zurück, wenn die finanzielle Lage des Landes sich ändert.
Die Lage hat sich geändert, nur die CDU will im Gegensatz zu uns von dem Versprechen nichts mehr wissen. Nun habe ich ja in der letzten Zeit gelernt, wenn man den PUA anguckt, dass Amnesie etwas ist, was ganze Berufsgruppen der Justiz erfasst. Das ist bedenklich. Aber ich finde es auch schwierig, wenn das an der Spitze der Landesregierung der Fall ist und das bei Ihnen chronisch wird und die Zeiträume aber immer kürzer werden. Sich an Zusagen von 2007 nicht mehr zu erinnern, Herr Ministerpräsident, das will ich Ihnen gerne nachsehen. Aber Ihr Gedächtnis reicht ja offenbar nicht mal mehr bis 2017 und das ist gerade mal 2 Jahre her. Sonst könnte man sich nicht erklären, was die CDU-geführte Landesregierung rund um den Finanzausgleich mit den Kommunen veranstaltet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wer die Pressemitteilung der Kommunalvertreter in den vergangenen Wochen gelesen hat, der mag es kaum glauben. Es war tatsächlich der heutige Ministerpräsident Daniel Günther, der als Oppositionsführer, wir wissen ja noch, wie sowas geht, Herr Ministerpräsident, große Töne gespuckt hat, den, ich zitiere, bedarfsgerechten kommunalen Finanzausgleich versprach und die damalige Küstenkoalition in den schärfsten Tönen kritisiert. Ich könnte Ihnen die Zitate vorlesen. Ich lasse das, weil wir ja das Vergnügen haben werden, sozusagen Work in Progress hier zu beobachten und zu gucken, was von Ihren Versprechungen denn übrig bleibt. Heute versuchen Sie sich an den billigsten Taschenspielertricks und wollen die Städte, Gemeinde und Kreise mit Geld abspeisen, das Ihnen an anderer Stelle wieder abziehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist Fakt. Es ist schon lustig, der von Ihnen selbst bestellte Gutachter sagt, dass den Kommunen für die bedarfsgerechte Ausstattung, das hatten Sie vor der Wahl zugesagt, 186 Millionen Euro fehlen. Und die kommunalen Spitzenverbände sind ja sogar noch zurückhaltend, die sind mit Ihnen netter, als Sie das teilweise mit uns gewesen sind. Die wollen das nicht mal en bloc. Aber wenn jedes Zeichen von Entgegenkommen bei der Landesregierung fehlt, dann verstehe ich schon, dass man die Haushaltsgespräche abbricht an diesem Punkt, kurz vor dieser Landtagstagung. Das ist schon ziemlich peinlich für Sie, Herr Ministerpräsident, und für Ihre Regierung. Und dann kommt ja noch was anderes dazu. Der arme Kollege Koch, der hat ja nicht nur, wie soll ich sagen, chronisch Pech mit seinen Redeauftritten hier, sondern er wird ja nicht mal eingebunden von Ihnen, denn die Landtagsfraktion scheint von Ihnen nicht ordentlich über die Verhandlungen informiert worden zu sein. Wenn Herr Kollege Koch das öffentlich als Auftaktgespräche herunterspielt und die Landesregierung unterschriftsreife Papiere auf den Tisch legt, also wer redet eigentlich nicht mit wem, Herr Kollege Koch? Sie sollen Ihr Manuskript mal durchsehen, bevor Sie solche Reden hier halten, die großer Unsinn sind. Also, auch die interne Kommunikation ist bei Ihnen verbesserungswürdig, bei aller PR, die Sie nach außen immer wieder machen. Und wenn es stimmen sollte, was wir der Presse entnommen haben, und was hätte ich Gründe daran zu zweifeln, die Presse berichtet ja fast immer wahrheitsgemäß, und von Seiten der Landesregierung in den Gesprächen allen Ernstes darauf verwiesen wurde, dass es den Kommunen ja gar nicht so schlecht gehe, schließlich würden sie doch sogar auf die Erhebung der Straßenausbaubeiträge verzichten, dann muss ich sagen, ist das an Dreistigkeit wirklich nicht mehr zu überbieten, wenn ich daran denke, was Sie im Wahlkampf dazu gesagt haben. Auch hier wieder, Herr Ministerpräsident, nicht 2007, nicht 1997, sondern 2017 sagten Sie erstens, wir schaffen die Pflicht für Straßenausbaubeiträge ab und zweitens, wir unterstützen die Kommunen so, dass sie das Geld nicht von den Bürgern zurückholen müssen und dadurch, dass sie den ersten Teil umgesetzt haben, vom zweiten aber nichts mehr wissen wollen, haben sie den ehrenamtlichen Gemeinden- und Stadtvertretern den schwarzen Peter hingeschoben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist schwarze Politik in Schleswig-Holstein, kann ich nur sagen, das ist gegen die Kommunen gerichtet, das ist scheinheilig. Und das ist wirklich schwach, Herr Ministerpräsident, das ist wirklich schwach. Ich meine, ich gönne Ihnen das, dass ja viele Leute sagen, Mensch, der Ministerpräsident ist wirklich ein netter Kerl und ich finde ja auch, wir haben einen ordentlichen Umgang miteinander, ich habe gar keinen Grund, hier was anderes festzustellen. Aber, dass man, wenn man Dinge versprochen hat, mit denen man letztlich auch das Amt erworben hat, das man jetzt so innehat, dann müsste doch ein Mindestmaß das auch einzuhalten, was man versprochen hat. Ich messe ja gar nicht an dem, was wir wollten. Das kann man nicht verlangen. Wir sind Sozialdemokraten, Sie sind in der Union. Aber dass Sie mindestens das, was Sie selber versprochen haben, einhalten, in Schwurenelement, das könnte man schon verlangen. Und ich finde, das geht auseinander und das ist ein Beitrag zur Mangelglaubwürdigkeit von Politik in diesem Lande. Und jetzt sollen diese Kommunalpolitiker, das sind ja alles Ehrenamtler, in ihrem Ort erklären, warum die reiche Nachbarkommune die Gebühren abgeschafft hat, man das im eigenen Dorf aber nicht kann. Sie haben den Akzeptanz für die Ausbaubeiträge kaputt gemacht und den Kommunen das jetzt in den Gesprächen auch noch zum Vorwurf zu machen, das ist eine glatte Unverschämtheit, meine sehr verehrten Damen und das will ich hier deutlich sagen. Und wir sind natürlich gespannt, womit Sie noch kommen, aber auch da ist die eigene Finanzplanung, lässt da wenig Gutes erwarten, Frau Finanzministerin, wenn wir das angucken, was Sie da eingestellt haben. Ihre Planlosigkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, findet übrigens noch Fortsetzung, wenn es um die Sondervermögen geht. Und wir haben mitnichten die Sondervermögen kritisiert. Im Gegenteil,
Die wurden damals von der heutigen Regierungsfraktion außer den Grünen kritisiert, als wir sie eingeführt haben. War eine gute Sache, dass wir das gemacht haben. Aber jetzt nutzen sie das Instrument nicht nur selber, sondern ganz im Gegenteil. Immer mehr Geld wandert in Töpfe, von denen sie vermutlich noch nicht einmal selber wissen, wofür sie gedacht sind. So kann man gute Instrumente, die wir eingeführt haben, auch ad absurdum führen. Und keine der Pressemitteilungen der Koalitionsfraktionen, wir gucken das uns ja immer sehr genau an, es ist immer sehr spannend zu lesen, was sie so von sich geben, ohne Hinweis auf die Investitionen. Dabei wissen wir alle, wie wenig aussagekräftig das ist. Die Baubranche boomt, die Kosten gehen durch die Decke. Dafür reicht übrigens ein Blick in den Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes. Das ist nicht Ihre Schuld. Aber es gehört zur Wahrheit dazu, wenn wir ehrlich über die Mittel sprechen, die das Land dann wirklich in Straßen, Gebäude oder Leitungen steckt. Und insofern ist dieses Schönreden und zu sagen, Mensch, ist so doll mit dem Wachstum, ist ja fast wie in Bayern, Herr Kollege Koch, dann doch auch ein bisschen, wie soll ich sagen, naja, eigentlich unter Ihren intellektuellen Möglichkeiten, wollte ich sagen. Ich wollte was Nettes für Sie, über Sie sagen, aber vielleicht ist das auch übertrieben, dann lasse ich das mal weg. Jedenfalls muss man ehrlicherweise sagen, ist es nicht so, wie Sie es darstellen möchten. Der Kaiser hat auch in dieser Frage keine Kleider an bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sondern Sie haben hohe Phantomzahlen und de facto passiert relativ wenig. Weitgehend leer übrigens geht auch das UKSH aus, über das Sie gesprochen haben, bei dessen Betreuung übrigens das Wissenschaftsministerium einen so miserablen Job gemacht haben muss, dass das jetzt in der Zuständigkeit rübergegangen ist ans Finanzministerium. Das hören wir übrigens auch von den Gesprächspartnern beim UKSH, dass sie sagen, wir wünschen uns doch, dass man sich um uns vernünftigerweise kümmert, was aber offenkundig nicht der Fall ist. Wir sprechen ja oft auch mit den Beschäftigten, mit der Leitung des Hauses dort und hören immer nur, dass da vergleichsweise wenig passiert in dem zuständigen Haus. Und jetzt die Notbremse zu ziehen, Frau Kollegin, Frau Ministerin Heine, das finde ich, spricht ja dann wirklich für sich. Der Maximalversorger des Landes hat vieles, aber die maximale Aufmerksamkeit der Landesregierung hat er nicht. Und das ist ein Zustand, den wir beenden müssen im Interesse der Beschäftigten, der tausenden Patientinnen und Patienten. Denn hier wird Medizin auf höchstem Niveau gemacht, das man in Deutschland finden kann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die haben mehr verdient als das, was sie von Ihnen bekommen. Herr Ministerpräsident, wenn man sich das so alles anguckt, was Sie sagen, dann kann man nur sagen, die Worte der Landesregierung zeigen, was sie gerne wären, ihre Taten zeigen aber, was sie wirklich sind. Und die bleiben hinter den Worten weit zurück, denn die Öffentlichkeitsarbeit ist nicht gedeckt durch das, was sie tun. Kaum ein Versprechen, das mit dem dritten Haushalt zur Halbzeit dieser Koalition noch Bestand hätte. Kein einziger Hinweis im Haushaltsentwurf, dass von dieser Landesregierung noch größere Dinge zu erwarten wären. Und das finde ich gemessen an der ja doch immer noch günstigen Finanzsituation des Landes eine ziemliche Armseligkeit. Man würde doch erwarten, dass so eine Regierung, die sich ja bundesweit loben lässt, wie innovativ das doch alles sei, dann auch vorangeht und zeigt, wie das in der Sache geht. Das tun sie alles nicht. Stattdessen eine Koalition, bei der die Differenzen und Widersprüche jede Woche größer werden, wo sie sich über Kleinigkeiten streiten und wo sie die großen Probleme gar nicht erst angehen. Ihr eigener Anspruch war ein großer Aufbruch. Sie wollten ein visionäres Bündnis sein. Also wer Visionen hat, soll nicht zum Arzt gehen. Da widerspreche ich dem früheren Altkanzler. Ich finde, das wäre schon wichtig für das Land. Aber Teile davon wenigstens in ihrem Haushaltsentwurf wiederzutreffen, wäre ja was ganz Schönes. Aber sie kommen allenfalls in den Presseerklärungen der Landesregierung vor. Sie sind, was das angeht, zur Halbzeit wirklich gescheitert. Ihre Zwischenbilanz ist schwach und lässt nichts Gutes für den Rest der Legislaturperiode ahnen. Und allein die Methode, immer anderen dafür die Schuld zu geben, dass man selber nichts zustande kriegt, das finde ich ein bisschen wenig. Ich finde Kritik übrigens, ich will das deutlich sagen, wir werden das ja auch in der Aktuellen Stunde debattieren, an manchem durchaus angebracht. Tu das auch. Bin mit manchem nicht zufrieden, was die Koalition in Berlin macht, aber statt sozusagen gemeinsam daran zu arbeiten, dass das besser wird, immer nur zu sagen, die sind dann schuld, wenn irgendwas hier im Lande nicht läuft, und das übrigens zu sagen, obwohl man in der letzten Legislaturperiode ganz anders argumentiert hat, als man noch in der Opposition gewesen ist, das finde ich, ist wirklich ein bisschen dürftig. Das Land hätte mehr verdient. Wir wollen in Deutschland nicht das Land bleiben, was den Lohnkeller der Republik bestreitet. Wir wollen nicht das einzige Land bleiben auf Sicht, wo es keine gebührenfreien Kitas gibt. Wir wollen nicht das Land bleiben, wo die Beschäftigten sagen, wir gehen lieber nach Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder Bremen, weil wir es dort besser haben, sondern wir wollen ein Land der guten Zukunft sein, mit guten Ideen, wo wir das Leben der Menschen praktisch verbessern. Dafür tritt die SPD ein und dann unterscheiden wir uns sehr deutlich von der Landesregierung hier. Vielen herzlichen Dank. Applaus